herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Heroes Online. Wir werden jetzt kurz nochmal in die Stadt gucken. Ne, bevor wir in die Stadt gucken, erstmal in die Tagesbriefe. Ja, das ist wichtig. Genau, heute. Enorme Menge Gold. Und ein alltägliches Artefakt. Ja, das ist, cool. Wir bekommen sogar kostenlos Heldensiegel, wenn wir uns 3 Tage hintereinander einloggen und wahrscheinlich dann immer wieder einloggen. Das darf ich nicht vergessen, das wäre mal eine ganz gute Sache. Daran können wir nämlich ein wenig verdienen. So, jetzt haben wir ein bisschen was bekommen. Ein Heldensiegel haben wir noch nicht bekommen, aber wir haben irgendwas Artefaktmäßig bekommen. Welcher eine Panzer der Meisterschaft haben wir an? Oder? Ja, genau. Aber unserer, den wir jetzt haben, hat mehr Magie, hat eigentlich in allem mehr. Wo kann ich jetzt den Kack auch verkaufen? Also, macht er immer noch Inventur. Er macht immer noch Inventur. Ich, alles andere als schön. Ja. Okay, als nächstes, das werdet ihr wahrscheinlich unten sehen, dass wir ganz schön viele Einheiten haben. Das liegt daran, weil ich offscreen immer noch ein bisschen weitergemacht habe mit der Stadt. Ich finde es auch ganz gut, wenn ich das dann offscreen weitermache, weil dann habt ihr nicht dieses ganze Rumgewarte, bis wir nicht mal richtig viele Männer haben. Wobei ich natürlich auch ein bisschen hier von den Heldensiegel ausgegeben habe im Shop, um dann noch ein bisschen mehr zu kaufen. Das habe ich nämlich gemacht. Jetzt sehe ich meine Maus wieder. Aber bevor wir da weiter... Hallo, Maus? Oder weitermachen? Meine Maus ist jetzt total am... Ich restarte die nochmal. Jetzt läuft die erstmal wieder. Na, schon wieder hängt sie. Verstehe nicht warum. Aber egal. So, gucken wir mal Rathaus. Wir können hier noch ein bisschen Gold wegsnacken von unseren Leuten, die hier wohnen. Und wir können vielleicht auch sogar noch ein paar anwerben. 200 wäre vielleicht ein bisschen viel an... Oder? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde noch 200... Denke ich mal das mal. Jetzt haben wir nur noch 200 irgendwo da. Ah, diese blöde Dingens. Kapazitätlimit erreicht. Ja, mehr wird nicht produziert. Und nehmen hier noch ein paar mit. Wir haben nur noch ein Gold. Warum nicht? Aber wir haben dafür hammer viele Einheiten. Immerhin erstmal. Ja, das nächste, was ich so mitbekommen habe, als ich vorhin noch die News durchgelesen habe, ist, dass die Entwickler, also Ubisoft und Blue Byte, nach der Closed Beta zumindest nicht geplant haben, Charakter Wipe zu machen. Das heißt, wir könnten den Charakter übernehmen. Ist natürlich gut, weil, ich meine, wir haben dafür jetzt schon ein bisschen was ausgegeben, ne? Also das wäre natürlich schade, wenn der dann verschwinden würde. Wir haben jetzt hier eine Anschlagstafel, da können wir auch noch ein paar Quests nebenbei machen. Die Anschlagstafel der Stadt bietet tägliche Herausforderungen, bei denen ihr eine Menge Erfahrung kriegen könnt. Das ist wie Bon-Erfahrung einfach, weil wir jetzt Rathaus aufbauen wollen. Erfahrung und Holz. Was haben wir denn hier besiegt? Waldkreaturen. Nehmen. Annehmen. So, nehmen wir das mal an. Hier haben wir auch noch eine. Hört ihr das? Die Wölfe heulen, aber die heulen anders. Etwas mit ihnen ist passiert. Und es sind ziemlich große Viecher. Wir sind mit ihnen fertig geworden, als sie noch ab und zu einen Huhn oder einen Kalb geholt haben. Auch nun greifen sie unsere Frauen an. Ihr findet sie südlich von hier im Schwarzbucht. Ihre Fälle gehören euch. Wenn ihr uns helft, dann gute Jagd annehmen. Dim, dim.
Nebenaufgaben. Ihr habt eine freiwillige Nebenaufgabe angenommen. Die meisten Nebenaufgaben können täglich erfüllt werden und wertvolle Belohnungen ein. Genau. Im Aufgabenziele im Aufgabenbuch sind alle wichtigen Informationen über eure Aufgaben vermerkt. Hier werden auch eure Fortschritte verzeichnet, indem bei Erfüllung automatisch ein Zwischenziel eurer Aufgaben abgehakt werden. Aufgabenbelohnungen. Außerdem sind dort alle Belohnungen sowie Erfahrungen aufgelistet, die ihr mit der Erfüllung einer Aufgabe verdient. Aufgaben protokollieren. Mit dem Auge-Button könnt ihr auswählen, welche Aufgaben im Protokoll ständig sichtbar sind. Das ist gut. Ständig sichtbar soll. Ach, das kann man gar nicht auswählen. Die Haupthandlung wird immer sichtbar sein. Denke mal, dass wir die Nebenquests immer mal so nebenbei machen. Haha, nebenbei, Quest, Nebenquest. Ja, denke ich, dass es Sinn macht. Dann gehen wir mal hier zu der da wieder hin. Dann also auf gute Nachbarschaft. Ihr braucht mehr als einen Knappen und eine Magd, um die von euch liegenden Gefahren zu bewältigen. Uns geht das Baumaterial aus, um Befestigung intakt zu halten. Wenn ihr Holz sammeln würdet, könnten meine Männer unser Lager gegen die Angriffe der Hochland-Clans festigen. Das ist gut, ich brauche immer ja Holz, aber wahrscheinlich muss ich das abgeben dann. Aufgabe erhalten. Sammelt Holz. Kann ich da oben nicht lang, nicht so weit oben, aber... Eine Wand. Eine Wand. Warum ist hier eine Wand? Das darf nicht sein. Huch! Holzstab! Was ist ein Holzstapel? Holzstapel, mit einem Mausklick auf dem Holzstapel könnt ihr den einsammeln. Ja, ist ja hammergeil, den kann man ja gar nicht erkennen. Der ist jetzt wieder moderat? Moderat? Die waren doch vorher alle Hardcore. Macht der Server das random pro Tag, dass er die Schwierigkeit einstellt? Oder wie ist das? Das ist ja total verrückt. Okay, hier ist ein Holzstapel, den man fast gar nicht erkennen kann. Holz ist der zweite wichtige Rohstoff im Spiel. Damit könnt ihr Stadtgebäude errichten und ausbauen. Wieder auftauchen. Rohstoffe erneuern sich nach einer Weile. Also es ist empfehlenswert, bereits besuchte Gebiete nach einer Zeit erneut aufzusuchen. Okay, huch, das ist jetzt... Der Text hängt jetzt an meinem Charakter dran. Ah, jetzt weg. Natürlich praktisch. Ist irgendwie eine Gilde oder so, weil... Woher hat er sonst auch dieses... Oder ist es ein Titel? Der ist moderat. Die waren doch vorher alle super hart. Scheiße. Dingens, Gedöns. Na gut. Aber wir sollen ja Holz einsammeln. Also greifen wir den mal an. Moderat. Was habe ich hier noch für eine Fähigkeit? Feindeinheiten, welche die anwesenden Einheiten in Nahkampf angreifen, sind bewegungsfähig. Nö, mal lieber Angriff. Ja, genau so soll es sein. Na, bin ich jetzt bewegungsunfähig? Oder, ne. Bin einfach nur demoralisiert, oder wie das heißt. Ja, würde ich mal sagen. Gehen wir mal... Ne, der hat auch keine speziellen Fähigkeiten. Gut, Mann. Ist das nicht? Ich dachte, das wäre mein Bogenschütze. Ne, das ist der da oben. Ja, der geht dann auch mal nach da oben. Nein!
Oh, wie assi. Nein. So, was macht der jetzt? Der... Ah ne, ist... doch, das ist nur ein Bogenschütze. Na ja, gerade. Baum. Macht voll viel Schaden, der Baum, das ist echt assi. So, wer das ist da oben? Okay. Ich denke mal... Das ist schon so okay. Alter, der Baum ist voll... Das ist voll frech. Kritisch. Boah, wie assi ist der denn bitte? Lass mich in Ruhe. So, das war doch mal nice. Besiegt Waldkreaturen. Oh, das war sogar noch den Runenstein des Glücks. Mal gucken, was das ist. So, Holzquest abgeschlossen. Was ist mit der Waldkreaturenjagd? Okay, da. Waldkreaturen. Tötet wilde Greife. Aha. Okay. Ich hätte ja gerne noch den Kampf gegen diesen Heini da mit dem Artefakt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich jetzt noch Sinn macht. Wir geben, glaube ich, erstmal die Quest ab. Gut gemacht, Jengan. Das von euch gesammelte Holz müsste reichen, um die Clanskrieger auf. Aufzuwehren! Nein, abzuwehren. Nein, wir haben das Holz verloren. Nein, das hätte ich mir schon glatt gedacht. Bevor ich euch die Durchreise durch dieses Gebiet gestatte, müsst ihr mir einen Gefallen tun. Der Händler in unserem Lager hat seinen Gehilfen geschickt, um eine Ladung Medizin für unsere Feld. Für unser Feldlazarett. Feldlazarett abzuholen. Er ist schon länger überfällig. Wir brauchen diese Ladung. Würdet ihr uns dabei helfen, den Gehilfen zu finden? Er kann nicht allzu weit vom Lager entfernt sein. Was ist das denn für ein Punkt? Okay. Würde ich aber gerne noch ein paar Gegner besiegen. Die spawnen aber auch, glaube ich, alle wieder nach, ne? Oh, der ist trivial. Wieso ist der trivial? Weil wir den schon mal weggerotzt haben? Oder warum? Oder weil wir so viele Einheiten haben? Ne, wir suchen uns jetzt bei diesen... Heini auf, den... Moment. Die dagegen verborgen... Teil der... Ach so.
Ich dachte, es wäre ein Bug, dass da auf einmal so. Aber hier ist er. Hier ist er. Moderat. Moderator. Oh, hier ist aber ein Holzblock. Ein Holz. Wenn man schön mal irgendwie Holz so bekommen könnte. Momentan ist das Holz ja noch nicht so wichtig. Wir brauchen ja erstmal Level 3 oder so, um dann da zumindest irgendwie ein bisschen was zu machen. Das ist eine Daily hier. Aber ist ja so, dass ich ja auch gerne irgendwie was bauen möchte. Wahrscheinlich kann man das, was Holz, also was Holz sozusagen generiert, so ein Holz-Dingens, Bummens. Und wenn ich das irgendwie schaffe zu bauen, dann wäre das natürlich sehr nice, wenn das natürlich irgendwie funktioniert und wenn es das gibt, dass man auch Holz herstellen kann in der Stadt. Na, das wäre natürlich super. So, Hochland-Dingens, den greifen wir jetzt mal an. Das Hochland-Clansmänner. Ihr haltet uns für kaltherzige Rohlinge, die gescheiterte und gescheiterte Existenzen. Ihr irrt euch. Wir fühlen Schmerz, wie wir kümmern uns um unsere Leute und behandeln unsere Verwundeten, aber wie ihr uns behandelt, bleibt uns gar. Aber, nee, aber wie ihr uns behandelt, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als euch. Nee, als von euch zu stehlen und uns, um uns selbst zu helfen. Er ist moderat, aber es gibt Kampfziele. Beschützt Händlergehilfe. Es ist ein Dingens hier, wenn wir wieder Aktionspunkte abgezogen. Okay, was bedeutet das, dass ich den Händlergehilfen beschützen muss? Heißt das, er darf nicht sterben und der Gegner muss sterben oder er darf einfach noch nicht sterben? Okay, moderat ist dann vielleicht doch ein bisschen besser. Schön. Nein! Oh mein Gott! Jetzt weiß ich was. Jetzt weiß ich was sie denn meinen. Alter, wie assi! Weil viel Leben haben die ja nicht, ne? So, hä? Wo ist denn... Ach, da hinten... Achso, nee, der ist doch hochgegangen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehst du jetzt dahin. Boah! Nein! Lass den doch mal in Ruhe. Wer ist denn jetzt dran? Mein Bogenschütze? Da kann nur ein Feld vorgehen. Oh, das hätte ich jetzt aber lieber einplanen sollen. Oh, eine Held hat vollbracht. Okay, Details, das sind Achievements wahrscheinlich. Verliert eine PvP-Schlacht. Habe ich das gemacht? Wie soll das gehen? Ah, so geht das also. Ich habe verloren.
Das hat als PvP-Schlag gegelten. Gut, alles klar. Habe ich die jetzt wieder. Ich hätte die natürlich nicht wiederbekommen. Oh, dieses Spiel ist so. So nett zu mir. Ich muss also den hier hinten. Nein, du kleiner Bastard. Achso, oh, ich kann auch attackieren. So, ich versuche mal irgendwie die ganzen Einheiten hier auf mich zu ziehen, die hier sind. Vielleicht hilft das was. Damit nämlich genau nicht das passiert. Nein, nicht das. Oh Gott, er ist gleich tot. Lass sie doch in Ruhe. Das Scheiße behindert. Ihr seid so scheiße behindert, das geht ja mal gar nicht. Ah, der ist down. Den kann ich hinterrücks angreifen. Und den kann ich fertig machen. Diesmal läuft ein wenig besser. Ja, der interessiert sich jetzt für meine Einheiten. Und der eigentlich normalerweise auch jetzt, ne? Ja. So wollen wir das doch haben. Der geht jetzt in den hier. So. Der geht hier hin. Der geht nach da unten. Gut, so eine Bogenschütze kann man nehmen. Der macht den nämlich jetzt fertig. Ja, oder nicht ganz. Dann machen wir ihn jetzt. Jetzt hat es geklappt. Gut. Sieg! Mütze! Na, die ist jetzt nicht unbedingt besser, ne? Diese Schweine haben mir all meine Heilkräuter abgenommen, aber ich danke euch für meine Lebensrettung. Ritter, die hätten mich ganz gewiss getötet. Wenn ihr wieder im Lager seid, sagt mein Meister im Laden bitte, dass ich so schnell wie möglich neue Kräuter sammle. Würdet ihr das für mich tun? Ich habe Lavendel bekommen und da ist Gold. Ich war schneller mit dem Gold wegsnacken als du. Yeah. Händler! Klickt auf den Händler und kauft den Runenstein. Ey, er hat nicht mehr Inventur. Cool.
Danke euch für die Befreiung meines Gehilfen und dafür, dass unsere Verwundeten bald wieder mit Heilkräutern behandelt werden können. Wenn ihr etwas aus meinem Plan kaufen wollt, mach ich euch einen Sonderpreis, aber sagt es keinen. In Ordnung? Ja, klar, kein Problem. So. Kaufen. Findet billigen Runenstein in der Geisteskraft. Was? Hä? Nee, der Geisteskraft. In der Liste kauft ihr mit einem Mausklick. Ja, genau. Kann ich nicht. Witzig. Ich habe nicht genügend Gold. Oh nein! Oh nein! Aber das ist doch jetzt ein Scherz. Wo finde ich denn jetzt noch schnell Gold her, damit ich mir das kaufen kann? Dieses behinderte Tutorial, ganz ehrlich, jetzt zwingt einen, Sachen zu machen. Das ist nicht nett. Mann. Ist das doof? Nun muss ich mich hier noch tot sammeln. Oder was? Oder wie oder warum? Und das Holz. Holz. Ein Holz. Oh yeah. Ach, hier ist ein Greif. Mit zerfledderten Flügeln, aber ich glaube, das soll so sein. Das ist, glaube ich, kein Grafikglitch, oder? Liegt hier unten vielleicht noch irgendwo Gold rum? Wo ich nicht unbedingt gegen Gegner kämpfen muss? Ja, vielleicht haben wir nice. Weil ich würde das gerne. Weil, naja, es ist ja so, dass die Aufnahme-Session gleich vorbei ist. Ah, egal, wir kämpfen schnell nochmal gegen jemanden. Wir kämpfen gegen den hier, das ist ein großer Goldhaufen. Machen wir mittendrin einen Cut, würde ich sagen. Trivial geht mal vollkommen klar. Ja, das wird jetzt nicht so unbedingt schwer sein. Runde 2! Nein, nein, ich wollte ihn noch von unten angreifen. Der macht das. Ja.
kritisch. Sieg! 8 Erfahrungspunkte. Und eine Kristallkugel der Verwissung. Ja, jetzt haben wir 502. Okay. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Was haben wir da bekommen? Können wir nicht. Magie hält erforderlich. Okay, kann man das ja gleich mal verkaufen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session. Dann geht's endlich weiter, weil wir uns jetzt das benötigte Stück kaufen können. Bis dann. Tschüss.